Back to the Roots. Hannover 96 startet den Neuanfang in Liga 2 mit altbekannten Gesichtern. Welcome back, Ron-Robert Zieler. Nach den Stationen Leicester und Stuttgart ist der Keeper zurück an der Leine. Genauso wie Mirko Slomka. Nach über 2 Jahren ohne Trainerjob ist Slomka zurück bei seiner alten Liebe. Es ist natürlich viel schöner, mit einer Mannschaft, mit einem Team auf dem Platz zu arbeiten, als jetzt nur über Teams und Entscheidungen auf dem Platz zu reden, wie ich das ja jetzt beispielsweise jetzt für Sky oder auch für Amazon gemacht habe. Es ist für uns verrückte Typen als Trainer ja immer das Wichtigste, auf dem Platz zu stehen und Entscheidungen treffen zu können und mit einem Team arbeiten zu können, sie anfeuern zu können, sie kritisieren zu können, sie motivieren zu können. Und das war heute ein guter Start seit heute Morgen. Wir haben sehr viele Gespräche gehabt und ich glaube, dass alle hochmotiviert sind. Es herrscht ordentlich Nostalgie in Hannover. Zieler und Slomka, beide Teil der 96er Erfolgsmannschaft der Saison 2010-2011, die auf Platz 4 und nach Europa stürmte. Für 96 gilt zunächst zurück in die Bundesliga. Es ist jetzt eine Situation, sagen wir mal, rund um unseren Kader, die jetzt nicht dazu beiträgt, dass man sagen kann, wir schaffen es auf jeden Fall. Sicher ist, wir werden alles tun, um es hinzubekommen, oben dran zu sein bis zum allerletzten Spieltag. Perspektivisch müssen wir wieder aufsteigen. Das gibt einfach die Stadt her, das gibt die HDI-Arena her, das Umfeld. Wir sind ein großer, traditionsbewusster Verein und ich glaube, dass wir die erste Liga hier brauchen. Jetzt aktuell ist es so, dass es eine, das sagt ja jeder, glaube ich, eine ganz harte zweite Liga wird. Mit dem HSV, mit Nürnberg, natürlich mit dem VfB Stuttgart. Wir wollen uns da oben festsetzen und dafür gibt es unglaublich viel zu arbeiten. Work hard, play hard. Der alte und neue Trainer gibt die Richtung vor. Zurück zu den Wurzeln, zurück zu alter Stärke und aus der Sicht von Hannover 96 direkt wieder zurück in die Bundesliga.